So, Falle entschärfen. Muss ich mal gucken. Durchbohrschuss würde ich gerne schon austauschen gegen die Fertigkeit. So, dann kann ich das nämlich machen. Dann gehe ich da hin. So. Muss ich da unten hin? Ich glaube, da unten muss ich hin, ne? Ich gehe mal hier so in der Seite lang. Vielleicht ist das ja eine geile Idee. Ich habe eine E-Mail bekommen. Okay, da hat man eine Wachfalle. Ich denke mal, ich muss da unten hin, oder? Ich gehe da unten mal hin. Und ich werde da mal ein bisschen außen lang gehen. Ich soll ja so gucken, dass sie mich nicht merken. Aber ich muss wahrscheinlich eh kämpfen, ne? So, die Falle. Komm, 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 komm. So. Ja, mein Lieber, so nicht mit mir. So nicht. So, was haben wir denn hier? Aber auch eine Falle im Wachpostbonus. Neutralisiert Wachposten. Okay, alles klar. Machen wir den mal. Die Falle habe ich nicht gesehen. Die war mies. Die habe ich nämlich nicht gesehen. Aber ich habe schon gedacht, so, wo ist denn jetzt hier die nächste Falle? Scheiße! Oh, ich habe eine Zeit! Angabe hier. Gut, die ist aber sehr moderat gehalten. Okay, man kann also auffliegen, aber bei den Wachposten ist das Fiese nur. Dass man da eben, ne, muss gucken. So, jetzt werde ich hier. Wie mal? Also die gehen. Ich denke mal, außen lang zu gehen, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, oder? Vielleicht ein bisschen zu easy, aber. Ich scheiß mal auf den Bonus. Und ich denke, das ist doch durchaus so, dass noch so ein blöder Geist, der wird wahrscheinlich dann gleich von unseren Heinis angegriffen. Aber ich denke mal, dass es vielleicht sogar ganz gut ist. Oh nee, der verschwindet einfach. Okay, alles klar. Also ich werde ja eben, wie gesagt, versuchen, hier außen lang zu gehen. Durch die Walachei, dann muss ich wahrscheinlich irgendwann auch durch, aber. Das ist wieder so ein Wachposten, oh Gott. So, irgendwo ist denn vielleicht hier wieder eine Falle, ne? Mal kurz. So, Wachposten. Gegner. Keine Falle. Ich kann die, glaube ich, auch austricksen, oder? Das stirbt, ey. Kein Recht zu überleben. Da ist irgendwo eine Falle. So leicht lasse ich mich nicht verarschen hier. Bei Geist der verkackten Hitze, ey. Sind so nervig, die Geister, weil man die dann automatisch auch anfokussiert und wenn dann auch noch Gegner da sind. Mache ich keinen Damage. Achso, geht schon. Geht doch.
Aber das Einzige, was hier weniger gefährlich ist, ist einfach die Wachtürme. Ich habe die extra ignoriert, weil es kann sein, dass ich wirklich, wenn ich den Wachturm verkacke, dass ich dann die ganze Mission dann eben verkacke. Und da habe ich jetzt keine Lust. Dieses Risiko will ich jetzt erstmal nicht eingehen. Deswegen, ich möchte die Mission schaffen. Da schalte ich jetzt mal vollkommen auf den Bonus, wenn ich die Wachtürme irgendwie umgehen kann. Ist ja klar. So. Oh shit, da ist wieder einer. Sollte ich vielleicht die Gegner da erstmal besiegen, oder? Macht es vielleicht sogar Sinn, oder? Ich weiß gar nicht, wo die lang gehen. Die gehen aber. So, den Wachturm kann ich aber auch umgehen, ganz gut. Oh shit, da muss ich kurz. So. Da ist aber ein großes Feld. Den Wachturm kann ich gut umgehen. Hier lang oder lieber da? Ich muss da lang, ne? Scheiße, da muss ich noch ein bisschen weiter hier. So. Ich deaktiviere erstmal die Falle hier. So. Und die Falle da, die deaktiviere ich nicht. So. Weil die schießt uns nämlich gar nicht dann mehr ab. Ja, und die hole ich mir. Die hole ich mir. LOL! Oh, hat sich geheilt. Der Fiesling. Ich glaube, dass ich das gar nicht mal so schlecht gerade durchziehe. Boah, Geist der verkackten Hitze. Nee, bitte nicht. Warte, wir haben ja noch Kundschafter. Ich glaube, wenn... Ja, der ist schon ein bisschen brutal. Der könnte... Er könnte uns verraten. Kommen da auch noch welche oder ist da noch ein Turm? Schnell die Falle hier. So, und wir gehen... Ja, genau, wir gehen hier unten lang, oder? Das sieht doch... Oh. Oh, 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 oh. Ja, okay, okay. Ihr seid dran. Alter, da tummeln sich aber die Leute, ne? Das sieht schon sehr gefährlich aus. So. Die haben wir so besiegt. Die eine Seite. Die andere Seite sieht aber auch sehr gefährlich aus. Aber das schalte ich jetzt erstmal. Die geht nämlich gerade weg. Deswegen nehmen wir jetzt die hier. Und werden sehr, 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 sehr schnell. Und das ist eine Falle leider. So, genau, weil die kommen nämlich jetzt alle an. Leute, die Bogenschützen, die sind so kacke. Vernichtet sie!
das läuft ganz schön gut. Das läuft richtig gut sogar. Das finde ich schon sehr beeindruckend. So. Ja, also wir sind da gleich unten bei dem Übergang. Da ist auch schon ein Segel zu sehen. Das müsste vielleicht sogar das Schiff sein. Beginnt die Verhandlungen mit Margaret den Listigen. Hallo. Die Listige. Ich verhandle ein wenig, Leute. Margaret, habt ihr mein Boot? Kommt drauf an, mein Freund. Habt ihr mein Geld? Wollt ihr wirklich Geld? Meine Freundschaft ist weit mehr wert als Gold. Meint ihr nicht auch? Ihr seid reizend, Kors. Aber mit reizend kann man nicht bezahlen. Immer schön, mit ehrlichen Leuten Geschäfte zu machen. Willkommen an Bord. Kos, sie ist eine Korsarin. Können wir ihr trauen? Nur solange wir sie bezahlen können. Aber keine Sorge, sie wird uns nach Hause bringen. Währenddessen, Morsak Garnison, sonnenwärtige Sümpfe. Ihr habt die Sonnenspiele abgelassen. Es waren nur noch ein paar. Die meisten haben wir doch schon gefangen genommen oder getötet. Nur ein paar? Trottel. Hauptmann. Verstärkte Patrouille. Brennt die Dörfer, die den Verrätern geholfen haben, nieder. Und kontaktiert Varesh. Jawohl, was soll ich berichten? Sag dir, ich brauche den Hunger. Den Hunger, das klingt aber gar nicht so danach, dass es irgendwas Geiles für uns wäre, sondern eher was ganz, ganz, ganz Beschissenes. Den Hunger. Und Zugang zu Eye of the North freizuschalten, müssen den Quest das Loch von Ethan von. Achso, wo sind wir denn jetzt wieder? Ah, wir sind wieder zurück. Wir sind hier wieder, hier Hafen und zurück. Okay. Warum auch immer. Also wir sind zumindest jetzt wieder da und ich hab nur gewundert, warum das hier, ob ich jetzt wieder nur 4 Leute mitnehmen kann. So, du hast wahrscheinlich die nächste Quest für mich, oder? Ja. Spreche mit den Ältesten, erstelle den Ältesten Bericht, finde den Ältesten und erstatte ihm Bericht. Also im Endeffekt Bericht erstatten, aber, Kos. Du? Brauchen nämlich hierfür scheinbar nicht irgendwie so einen speziellen Helden. Deswegen hole ich mir jetzt hier noch wen hole ich mir? Einen Heiligen? Ja. Hole ich mir da noch mit rein. Beziehungsweise eigentlich macht das ja keinen Sinn mehr, Leute. Ich muss hier noch kurz Sachen zerschrotten und all sowas. Und dann ist die Zeit nämlich auch schon. Noch eine E-Mail. Dann ist die Zeit nämlich auch schon um. Obwohl, so viele Sachen haben wir hier gar nicht. Eher verkaufen. Das ist eigentlich ganz gut getimed, finde ich. Also ganz, ganz, ganz schön. So, muss ich nur hier irgendwie einen Händler finden. Ich bin jetzt hier, ne? Genau. Ich muss jetzt hier irgendwo. Kann es sein, dass hier irgendwo auch ein Händler ist? Kleines Kind? Nee. Nee. Also, wie gesagt, ich finde jetzt noch einen Händler, verkaufe meine Sachen und dann ist die Zeit auch schon vorbei. Das, muss ich ja ehrlich zugeben, ist schon, Kauffrau da. Ist schon sehr gut. Stimmt. Wie viel Geld habe ich denn hier mal? Mal so Übersicht. Ich werde mal gucken. Jetzt offscreen. Ob ich nicht vielleicht doch noch eine bessere Rüstung mir hier holen kann. Und ich gucke jetzt mal kurz mal hier so. Wo kam das denn? Nee. Materialien, Rüstungen.
Was haben wir denn hier so? Eine Maske. Rüstung 25, Rüstung 70. Das ist alles 25. Nee, das ist alles gar nicht gut. Also hat sie eh erledigt. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann erstatten wir Bericht, weil das ist ja nicht so gut, was wir da gerade so gesehen haben mit dem Hunger und so. Was weiß ich, was es ist. Aber das muss irgendetwas ganz Böses sein. Sehen wir beim nächsten Mal vielleicht. Zumindest werden wir den Rat herbei wieder einrufen, weil es sind ganz schlimme Zeiten gerade hier. Und wir müssen die irgendwie... Das sind unsere Feinde. Ich glaube wieder Bullshit, ne? Aber wir müssen unsere Feinde in die Flucht schlagen. Alles beim nächsten Mal. Bei Guild Wars 1.